Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt es ein großes Blech Kuchen, weil unsere Tochter kommt mit ihrer Familie und natürlich möchte mal gerne was Leckeres auf den Tisch servieren. Und heute habe ich gedacht, ich habe schon so lange den Frau Holle Kuchen nicht gebacken. Und das habe ich mir heute vorgenommen und gemacht. Und so ein leckerer Kuchen geworden. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ihr das Schnitt auf dem Blech, aber ich zeige euch dieses Stückchen, wie es aussieht. Schaut, richtig lecker. Es ist kein dicker Teig diesmal, habe ich aufgepasst und schön gleichmäßig ein dünner Teig, den Füllung und den Sahne und obendrauf Schnee aus weißer Schokolade. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute es gebacken? Dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Aber wir gehen jetzt Kaffee trinken. Natürlich, es muss noch ein bisschen ziehen, aber es kann man nicht erwarten. Lockerer Teig, ganz kleines säuerliches Belag und oben leckere Sahne mit weißer Schokolade. Da braucht man nur die Tasse Kaffee. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen und vielleicht einer oder die andere wird es nachbacken. Bevor wir jetzt anfangen mit dem Teig, werden wir auch gleich Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze anmachen zum Vorheizen. Wir brauchen 4 Eier, 150 Gramm Zucker habe ich genommen und ein so ein Teelöffel Vanillinzucker, Prise Salz. Und gebe hier zu den Eiern und schlagen wir kräftig Eier so, dass sie etwas schon heller wird, die Masse. So, 1,5 Minuten habe ich aufgeschlagen, schaut ihr, wie unsere Masse jetzt aussieht. Und jetzt geben wir das Öl rein. Hier ist 80 ml Öl und wir brauchen noch das Wasser mit dem Sprudel. So, 180 und geben wir auch dazu. Das abgewogene Mehl, 350 Gramm, gebe ich noch 3 gestrichene Teelöffel Backpulver. Sieben wir das durch. So, und geben wir das jetzt in unseren Teig. Und wir rühren einfach kurz, dass nur einfach ein homogener Teig entsteht. So, nicht zu lange aufschlagen, nur einfach alles verrühren, dass keine trockenen Zutaten sind. Und dann können wir schon auf das Blech geben. Auf den Blech habe ich schon Papier hingelegt und ein bisschen mit Butter bestrichen. Und das ist unser Papier, nicht so toll hin und her rutscht, gebe ich wirklich ganz bisschen Wasser, bestreiche so und unser Backpapier. Dann Backpapier klebt richtig super drauf und können wir unseren Teig gut verstreichen. Geben wir auf den Blech, verteilen wir gut auf unserem Blech und stellen wir den unserer Kuchen backen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ungefähr so für 15 oder 20 Minuten. Liebe Freunde, schaut nach Art eures Ofens. Einfach ein Stäbchentest machen, das ist das Beste. Kurz den Blech an den Tisch zu stoßen und dann wird den Teig sich glatt verteilen. So, jetzt geht es das Backen. So, 20 Minuten habe ich gehalten, mein Kuchen. Jetzt probieren wir. Wunderbar. Jetzt lassen wir unseren Kuchen richtig gut abkühlen. In dieser Zeit, bis das unserer Kuchen wird abgekühlt, werden wir jetzt den Belag zubereiten. Für diese Kuchen kann man unterschiedliche Beeren nehmen. Größte Teil nimmt man, es ist Erdbeer. Aber jetzt spät im Herbst, die Erdbeer wirklich
unheimlich teuer. Und ich friere mir im Beutel meine unterschiedlichen Beeren aus meinem Garten. Da sind ja auch Erdbeer, Himbeer, schwarze Johannisbeer, Kirschen, Brombeer. Größte Teil hier jetzt Brombeer. Und die werde ich jetzt richtig gut kurieren. Ich habe die aufgetaut und den Saft habe ich nicht abgesiebt. Alles mitgenommen. Und jetzt puriere ich es alles fein. So, das reicht jetzt. Und jetzt, wenn ihr diese Kerne, was zum Beispiel von Brombeer sind, nicht mögt, dann lieber auf den Sieb geben. Das werde ich jetzt auch tun. Ich gebe jetzt auf den feinen Sieb und streiche durch. Natürlich ist es Arbeit, aber wenn die Kinder das nicht mögen, die Kerne auf die Zähne, dann mache ich lieber die durch den Sieb. Die Beeren habe ich jetzt durch den Flutterlöder durchgemacht, weil mit Sieb war mir erstmal irgendwie ziemlich zu lange. Und jetzt müssen wir es auch eindicken. Es kann man 2 Päckchen Tortenguss, rote Tortenguss, aufkochen nach der Verpackungsanleitung und das dazugeben. Oder nimmt man einfach ein Sofortgelatine und rührt da rein. Probiert, wie sauer ist eure Beerenmischung. Ich habe ziemlich viel Brombeer, aber unsere Brombeer waren auch nicht so richtig sauer. Deswegen gebe ich nur ein bisschen Agavendicksaft. Sonst kann man auch ein bisschen Zucker dazu geben. Und werde jetzt die Sofortgelatine reinrühren. So, das wird schon reichen. Mein Kuchen ist jetzt gut abgekühlt. Jetzt gebe ich noch ein paar Löcherchen rein, besonders am Rand, dass wenn ich jetzt den Brei drauf mache, dass auch schön reingezogen könnte. So, das reicht. Und geben wir jetzt unser Beerenbrei drauf. Das kann man auch so einen Backrahmen drauf machen. Das wäre dann noch besser. Und lassen wir erstmal bei Zimmertemperatur diese Brei so ein bisschen wie fest werden, bevor wir Sahne obendrauf geben. Werden wir alles so gleichmäßig verteilen auf unserer Kuchen. Schaut, wie glatt ist die Masse, wenn man die durch den Sieb oder Fleur de Lotte streicht. Es ist viel angenehmer als so viele Kerne dann. So, und jetzt lassen wir unsere Kuchen bei Zimmertemperaturen so lange stehen, dass wir sehen, dass es ein bisschen oben so etwas fester wird. Dass wir danach können ohne Problem die Sahne obendrauf streichen. Als nächstes werden wir die Schlagsahne aufschlagen. Ich nehme dafür 2 Becher. Und gebe dazu noch Vanillinzucker. Kann man 2 Päckchen nehmen oder wenn ihr selber macht, 2 Teelöffel. Und werden wir jetzt die Sahne richtig steif aufschlagen. Wenn es notwendig ist, kann man auch Sahnefest dazu geben. Aber das mache ich meistens am Ende, wenn ich sehe, dass ich keine steife Sahne bekomme. Dann gebe ich nur dazu. Sonst eigentlich klappt immer auch ohne. So, ich glaube, wird es okay. 3 Minuten habe ich gebraucht, die Sahne aufzuschlagen. Jetzt machen wir Schluss, bevor wir schon Butter dann haben. Können wir jetzt alles auf unsere Kuchen drauf machen. Der Kuchen steht schon ungefähr 1,5 Stunde. Und wenn man so mit der Finger drauf kommt, es bleibt kaum was auf der Finger. Deswegen können wir ruhig schon auf unsere Kuchen das drauf geben. Schön vorsichtig. Schaut, lässig gut auftragen, ohne unseren Belag kaputt zu machen oder mit Sahne verschmieren. Sehr gut. Da muss man bei diesem Kuchen sich ein bisschen Zeit nehmen, dass alles gut funktioniert. Und ich mag gerne ein bisschen Muster reinmachen.
wie fast bei Dona Welle. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil, warum dieser Kuchen heißt Frau Holle. Weil es schneit und wir werden oben drauf jetzt den weiße Schokolade drauf machen. Für bessere Aufteilung könnt ihr auf dem Brettchen reiben und dann einfach mit den Händen überall verteilen. Es ist dann viel bequemer. So, meine Liebe, und wieder sind wir mal schon fertig. Haben wir uns leckere Kuchen gebacken, aber wir werden auch probieren. Den Rand schneide ich ab, den Rand mag ich. Und meine jüngste Tochter, die will auch immer Rand haben. Der Kuchen muss natürlich ein bisschen stehen und ziehen, bevor man ihn serviert. Aber ich möchte gerne euch schon zeigen, was für so einen tollen Kuchen haben wir heute gebacken. Schaut. Richtig toll. Ich hoffe, ihr seht in der Kamera gut. Das ist eine richtige schöne Schicht und der Teig ist nicht so dick. Es ist wirklich ein sehr leckeres Kuchen. Kann euch nur empfehlen, so nachzubacken. Und wenn ihr das gemacht habt, würde mich natürlich freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Kaffeezeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!